Also lieber Tag. Guten Tag. Wir beginnen unsere Stunde. Also, sag bitte, welche Feiertage oder Feste gibt es in Deutschland und bei euch? Wie meint ihr? Ihr habt Kärtchen. Die Flagge von Russland und die Flagge von Deutschland. Hier ist ein Feiertag und wir zeigen, gibt es dieses Fest bei uns oder in Deutschland. Zum Beispiel Nikolaustag. Nikolaustag. In Deutschland. Ja, in Deutschland. Bitte zeigt. Weiter. Frauentag. Nein, zeig bitte. Russland oder in Deutschland? Oktoberfest. Oktoberfest. In Deutschland. Ja, ganz gut. In Deutschland. Weiter. Ostern. In Deutschland und auch in Russland. Ja. Weiter. Das Neujahr. In Deutschland. Zeig bitte. Kätzchen, und in Russland, ja. Und der 9. Mai. Nur in Russland. Ja, sehr gut. Und wie meint ihr, worüber sprechen wir heute? Welchen Feiertag besprechen wir heute? Wie meint ihr? Welchen Feiertag besprechen wir heute? Es gibt einen Tannenbaum, Kerze, Adventskalender. Und im Dezember die Deutschen feiern einen schönen Tag. Wie heißt dieser Tag? Über Weihnachten. Ja, über Weihnachten in Deutschland. Also, und jetzt spielen wir mit Wörtern zum Weihnachten. Es gibt Kerzchen. Bitte? Ja. Nein. Sag bitte das Wort Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum. Was ist das? Weihnachtsbaum. Auf Russisch, was bedeutet Weihnachtsbaum? Bitte, вот. Елка, новогодняя елка. All zusammen. Der Weihnachtsbaum. Bitte, wie gesagt, bitte noch einmal. Der Weihnachtsbaum. Weiter. Dima. Lies. Weihnachtsstern. Weihnachtsstern. Alle zusammen. Weihnachtsstern. Was bedeutet Weihnachtsstern? Auf dem Baum gibt es einen Weihnachtsstern. Was ist das? Auf dem Baum gibt es einen Weihnachtsstern. Was ist das? Ja. Weiter. Bitte. Ваня. Weihnachtsgedicht. Alle zusammen. Weihnachtsgedicht. Was bedeutet Weihnachtsgedicht? Nein. Это, ребята, стихотворение. Стихи новогодние творительные. Хайсер, Кристина. Традицион. Вайнахтстрадицион. Вас бедойтет. Традицион. Традицион. Я. Und heute besprechen wir Weihnachtstradition. Was machen in Deutschland und zum diesem Feiertag? Und heute erzählen wir über die Geschichte dieses schönen Festes. Bitte, Вика, erzähl auf Russisch über diesen Feiertag. Вика, на лито, bitte, geh zur Tafel und erzähl auf Russisch auf diesen Feiertag. Давным-давно в городе Назарете жила лось, у него была жена, которую звали Мария. Однажды к ней прилетел ангел и сказал ей, что у нее родится сын. Имя у него будет Иисус, он будет великий, как сын Бога. Младенец родился в пещере для скота. Его согревало только дыхание животных в зимнюю стужу.
Они даже не ели свою пищу, чтобы младенец мог согреться в сене. А однажды ночью было тихо, только несколько пастухов пасли на поле овец. И они увидели свет, который излучал младенец, и пошли в пещеру. Волхвы знали, что должен родиться Иисус, и поэтому они с ладаном, с мирной и золотом пошли с дарами тоже в эту пещеру. А поэтому каждый раз на Рождество на елку вешают звезду. Она — это Вифлеемская звезда, которая зажглась на небе, когда родился Иисус Христос. Да, и с тех пор люди стали праздновать праздник Рождества. Так, Вика. Он же Арбетен Вальтер. Wieder weit Pazel, ihr weit Pazel und sucht ein anderer. Bitte, jetzt steht bitte auf und sucht Pazel. Sucht ein anderer. Macht bitte das Bild. Mhm. Ja. Bitte, Vanya und Arina hier. Vanya und Arina. Mhm. Also, nein, das stimmt nicht. Wer hat diesen Pass? Also, ihr arbeitet bitte in verschiedenen Gruppen. Die Gruppe Nummer 1, 2, 3 und 4. Und ihr arbeitet mit Texten. Zuerst, hört bitte aufmerksam. Ihr lest verschiedene Texte und sucht den passenden Text zu diesem Bild. Und nennt, was ist das? Was ist auf diesem Bild? Hier gibt es vier verschiedene Texte. Bitte such den passenden Text zu Bildern. Mhm. Adventszeit. Eins, zwei, drei und vier. Ihr lest alle Texte und sucht den passenden zu diesem Bild. Und nennt. Also, wer ist fertig? Wer hat gefunden? Nein. Adventszeit. Was ist das? Was ist auf dem Bild? Was ist auf dem Bild? Was ist das? Ja. Ja. Nein, nein. Ja, sie nicht. Also bitte, wir prüfen jetzt, wir prüfen die Gruppe Nummer 1, den Text über, bitte Dima, Weihnachtsbaum, ja, ganz wichtig, ihr bekommt Weihnachtsbaum. Weiter, die Gruppe Nummer 2,
Диана, видите? Адвент календарь. Адвент календарь. Я видите. Ди группа номер 2, Литвания. Вайнахт карты. Я у ди группа номер 3. Но, видите? Adventszeit. Ja. Ihr, also, die nächste Aufgabe. Ihr hört, ihr lest diese Texte aufmerksam und beantwortet die Fragen. Ihr lest aufmerksam den Text und beantwortet die Fragen. Hier gibt es 5 Fragen. Zuerst lesen wir den Text und beantworten die Fragen. Bitte. Ihr lest alle zusammen. Und hier ist die Aufgabe. Die Tabelle. Ja, die Tabelle. Mhm. Weihnachtskarte. Und hier ist die Frage. Hier. Ja? Mhm. Ja, gut. Ihr lest. Und hier ist die Frage. Also, Sie haben 4 Minuten Zeit für diese Aufgabe. Ihr lest aufmerksam und beantwortet dann auch diese Fragen. Ihr könnt auch dort schreiben, mit Bleistift oder mit Kuli, etwas schreiben oder machen Bemerkungen in diesem Text. Bitte weiter, Weinblickhoff, über Glückwunschkarte, ja? Mhm. Lies bitte. Wie hast du Karten gehören zu wie Karten, genau wie die Geschenke. Geschenke. Mhm. Die traditionellen Weihnachtskarte. Halt meist religiöse Motive wie Sterne, Glocken, Kerzen, deren Geschuh. Genug, bitte weiter. Vika, lies den Text. No, zuerst den Text. Где ваш текст? Bitte? Weihnachten ist das Fest von Christi. Weihnachten feiert man in Dezember. Genug. Und bitte, Christina. Ein Weihnachtsbaum macht man aus dem Christmasbaum oder Tannenbaum? Nein. Nein. Ist ein Weihnachtsbaum, der Weihnachtszeit in Wochenende und Hause. Steht. Genug. Und jetzt bitte beantwortet auch diese Fragen. Was habt ihr gefunden? Also bitte. Die erste Frage. Was für ein Tag ist Weihnachten? Bitte, wer hat gefunden? Was ist ein Tag für Weihnachten? Bitte, Sabina. Mhm. Weihnachten, bitte, Karin. Lies bitte die Tabelle. Ihr habt die Tabelle und dort gibt es verschiedene Antworten. Nein, die Frage und hier die Antwort. Wer hat gefunden? Was ist ein Tag für Weihnachten? Bitte. Arina oder Dasha? Mhm. Die erste Frage, was für ein Tag ist Weihnachten? Weihnachten ist das Fest von Christi Geburt. Ja, richtig, Christi Geburt. Die zweite Frage. Die zweite Frage, wann feiert man Weihnachten? Wann feiert man Weihnachten? Bitte, Ваня. Сима. Zum Advent
Знать, ван файт, ман вайнахта. Убитый совет. Файт, ман им? Децембер. Я ганс рихти, ин децембер. Вайта. Ди дритте фраге. Ви хайз ди цайт фор вайнахта. Ви хайз ди зе цайт фор вайнахта. Дер вайнахта. Bitte die Matze kocht. Wie nach ist das Fest wohl ein? Nein, Christine. Die Zeit vor Weihnachten heißt Advent. Advent, ja richtig. Und die nächste Frage, woraus besteht der Weihnachtskranz? Bitte, Christine. Der Weihnachtskranz besteht aus grünen Kerzen und vier Kerzen. Mit vier Kerzen, ja richtig, ganz sicher. Also, und jetzt, wir erfahren die Information über Tannenbaum. Bitte, Dasch Serova, erzähl uns auf Russisch die Geschichte der, des Weihnachtsbaums. Огромчик встречает новогоднюю елку, пришел к нам из Германии. Существует предание о том, что начало традиции украшать елку положил немецкий реформатор Мартин Лютер в 1513 году. Возвращаясь домой, он восхищался звездным небом, и эти звезды отражались на кронах деревьев. Когда приехал домой, он украсил новогоднюю елку свечами, а на верх поставил звезду, которая символизировала звезду Вифлеемскую, которая указала путь к пещере, где родился Иисус. Известно также, что в 16 веке в Центральной Европе в рождественскую ночь было принято ставить на середину стола деревце бука, украшенное с вареными в меду маленькими яблоками, грушами, сливами и лесными орехами. В 18-19 веках традиция украшать елки распространилась не только по всей Германии, но и по Англии, Австрии, Чехии, Голландии и Дании. В России традицию об украшении елки пришло от Петра. Когда Петр I был еще маленьким, он ездил своим друзьям в Германию и видел, как в Германии украшают новогоднюю елку. Когда Петр стал царем, он указал отмечать Новый год как посвящение Европе. Образ рождественской елки хорошо вписался в христианскую религию. Елочные украшения, сладости и фрукты символизировали дары, принесенные маленькому Христу. К тому же на верхушку дерева всегда вешают украшения, которые символизируют Вифлеемскую звезду, которая указала путь к пещере, где родился Иисус. Так, еще. Also, und jetzt machen wir eine kleine Pause und singen auch das Lied O Tannenbaum. Also, singen wir das Lied O Tannenbaum. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst nicht selber fallen, die Ort hat schon zu langer Zeit ein Baum von dem nicht hochgefreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst nicht selber fallen. Also danke. Und jetzt machen wir unsere Arbeit vor. Und ihr macht selbst verschiedene Weihnachtssymbole. Zum Beispiel Weihnachtsbaum, Adventskranz,
Weihnachts Karte oder Advents Kalender. Ja, ihr macht selbst. Und dann präsentiert jede Gruppe Weihnachtssymbole. Und außerdem erzählt über diesen Symbol. Ihr bekommt auch Kätzchen. Und auf diesem Tisch gibt es alles Nötige für Weihnachtssymbole. Ihr steht und sucht. Bitte, Christina, was brauchst du? Was braucht deine Gruppe für Weihnachtsbaum? Bitte, Christina, bitte, Sabina, steh und such mal, was brauchst du zum Kranz? Ja, bitte, das Strohwurm und Funktion. Auf und erzählen.
Was habt ihr gemacht? Bitte? Weihnachtsbaum ist ein Nudelbaum in der Weihnachtszeit. Wir stehen in der Weihnachtszeit in Wochenkirch mit Hause. Alle Dima und Vlad auch erzählen, bitte. Der Weihnachtsbaum mit der Weihnachtszeit. Weihnachtskugeln, Figuren und Lämpchen geschmückt. Weiter, Vlad. Eine Strophe. Ja. Danke, bitte. Applaudiert. Ja, bitte. Weiter. Dima, Diana, Dima und Polina. Ihr erzählt über Adventskalender. Hör bitte aufmerksam. Auf die Geschenke, ja. Es gibt was? Eine gute deutsche Tradition. Ja. Man findet eine Stückchen Schokolade, die Zeit mit Adventskalender ist Kalender, die Erfolg hat. Ja, das ist Adventskalender. Ja, mit Schokolade. Und die Gruppe Nummer 3 ist die Weihnachtskarte. Weihnachtskarte. Hier gibt es Glückwünsche und auch Weihnachtskarten. Wir schenken unseren Gästen heute Weihnachtskarten. Ja. Also, hier ist bitte der Text. Und also, der Text ist hier. Ja, der Text ist hier. Ja. Unseren Besten. Ja, hier ist der Text. Also nur eine Minute und alles.
Шень. Я? Шень. 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 Unseren Geld. Und jetzt bitte machen wir Schluss. Schenken wir unsere Weihnachtskarte. Ja, ja auch. Можно Можно? Можно. Хотела только встретить.